Weiter geht's mit der Dinosaurier-Kampagne und ich habe wohl gemerkt, dass das gar nicht zu den Add-on-Missionen gehört. Das ist einfach mal eine einzelne Kampagne. Habe ich schon bisher immer falsch gesagt und auch falsch geladen, also gespeichert. Aber das muss ja nicht unbedingt Add-on heißen, sondern einfach nur Add, ne? Wie Adblocker mit einem D. Laden. Was wird hier von uns verlangt? Auftrag, Einsatzziel. Die Nordbasis in diesem Landstrich droht unsere Spezies auszulöschen. Ergreifen Sie jede mögliche Maßnahme, um diesen Prozess zu stoppen. What? Soll das heißen, jetzt kann ich Dinosaurier befehlen? Alter, was haben die sich denn da ausgedacht? Was übel. Ein Tyrannosaurus Rex. Ah, das ist witzig, das haben sie. Das ist genial. Gut, ich habe eigentlich, kriege ich Verstärkung, ich kann mich auch nicht irgendwie reproduzieren, glaube ich. Ja, ganz schön langsam. Das ist eine witzige Idee, muss ich ja sagen. Die sind sehr schnell, das sind so wie Buggies, würde ich sagen. Und die waren ja sehr stark. Ich hoffe, ich muss nur nicht gegen Obelisken antreten. Was für eine abgefahrene Idee. Ich glaube dann fast, das könnte die letzte Mission dieser Kampagne sein. Die wussten schon nicht mehr, was sie mit Dinosauriern als Feinden machen sollten. Deswegen haben sie jetzt die als Freunde genommen. Ich würde sagen, ich gucke mich erstmal um. Bin ganz oben links gestartet, ja. Und jetzt bin ich schon fast ganz unten links. Waren das diese Viecher, die bei Jurassic World, mit dem der Typ da trainiert hat, diese drei? Die waren ja auch immer wieder ganz geil. Wie ich eine eigene Eva habe als Dinosaurier. Yay. Hihihihi. Wieso habe ich dann keine Kaserne? Kriege ich unendlich Verstärkung? Da sind Obelisken. Mein Herz. Ist mal kurz ausgesetzt. Okay, ich gucke, ob es irgendeinen Weg da rein gibt. Aber wie schon in der letzten Mission gesagt von mir, warum... sind die stark. Das ist fies. Warum können wir nicht einfach koexistieren? Wir beide wollen doch nur überleben. Hilfe! Rückt man echt das Herz flattern, wenn man so ein Geräusch schon hört, wie es sich auflädt. Bin schon weg. Ich muss irgendeinen Weg da reinfinden. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Nur diese kleinen Viecher habe ich jetzt dazu bekommen. Das ist nicht so schön. Bräuchten wir ein größeres Getier. Welche, die wirklich was drauf haben. Gut, es gibt diese zwei Möglichkeiten. Hier oder hier oben. Ich denke mal, oben ist dann... Scheiß Obelisken müssen überall stehen. Bitte nicht. Guck mich hier weiter um. Was? Okay. Das ist der Tarnpanzer. Was hat er gegen mich? Hat mir gar nichts getan. Die können sich tarnen, echt nicht. Noch mehr Tarnpanzer. Da ist die Basis hier irgendwo. Ich will nur gucken. Ist er langsam geworden. Überall Tarnpanzer. Was soll das? Ich muss ja... Hier ist die Basis, oder? Muss ich die komplett vernichten? Wenn die Basis hier ist, wie soll ich dann... Ach, da muss ich dann doch hier rum. Ja, super. Moment mal kurz. Ergreifen Sie jede mögliche Maßnahme, um diesen Prozess zu stoppen. Wer gibt mir eigentlich einen Auftrag? Was ist denn noch hier oben? Gibt es noch ein bisschen Verstärkung irgendwo? Warum kann der nicht die Bäume aus dem Weg rammen beim Laufen? Muss er nicht außen rumlatschen? Yay! Ich frage mich, ob das schaffbar ist. Es wird ja wohl schaffbar sein, aber... weiß nicht. Wo sind die Verstärkungen eingetroffen? Hier nicht, ne? Da kommen sie. Yay, mal was Stärkeres. Als diese kleinen Fitzlichen. Der kommt ja nicht durch, oder was? Ein Panzer kann einfach über die Bäume drüber fahren, aber er achtet die Natur, er ist... Er respektiert sie.
Ich weiß nicht, ob es zeitliche Abstände sind, wo man Verstärkung bekommt, oder ob es daran liegt, wenn ich hier irgendwas aufdecke. Diesen einen kann man durchaus mal entbehren als Kundschafter. Da ist noch ein bisschen schwarzer Nebel, weg damit. Oh, okay, darauf habe ich Angst. Darauf habe ich Angst, was? Davor habe ich Angst. Greifen wir mal an. Moment. Ah, was wollt ihr denn hier? Ih, die kommen mit chemischen Waffen. Ja, aber ich bin schön stark. Ich gehe jetzt doch hier unten lang. Ich glaube, hier oben habe ich nichts mehr zu tun. Die Basis steht auf jeden Fall hier. Und hier müsste ich dann nochmal bei den Obelisken vorbei. Das wäre ja wohl töricht. Oh, die greifen mich an. Aber die halten nicht viel aus. Ja, ich weiß ja, wie es ist, wenn man gegen Dinosaurier kämpft. Jetzt muss ich halt warten, bis der Flammenpanzer noch da ist, sonst komme ich nicht vom Fleck. Aber vielleicht kann ich die ersten schon mal dahin schicken. Und die anderen können den Rest erledigen. Was macht mir Feuer aus? Der schießt gar nicht erst. Traut sich gar nicht. Habe ich nichts dagegen. Ein bisschen Verstärkung. Irgendwo. Hm? Die Mission scheint doch nicht schwer zu sein. Jetzt muss ich halt nur beim Obelisken vorbeikommen. Das wird ein Gemetzel. Massensuizid von Dinosauriern. So was hat man auch noch nicht erlebt. Ich weiß auch gar nicht, ob diese Spezies, also diese Arten von Dinosauriern, überhaupt in der Realität miteinander zusammenarbeiten würden. Aber was heißt hier schon Realität? Ach natürlich, Waffenfabrik bzw. Flugfeld. Die haben Verstärkung bekommen. Wahrscheinlich wollen sie den Flammenpanzer wieder ersetzen, den sie gerade verloren haben. Ah, wie viel... Was soll das denn? Das ist ja fies. Noch so ein Ding. Was ist denn hier jetzt kaputt? Wie viele haben die? Okay, ich bin wieder da. Da frage ich gerade, was kaputt ist, und dann ist das Spiel abgestürzt. Das war seltsam. Das ist mir, glaube ich, noch überhaupt nicht passiert. Habe ich schon die Verstärkung bekommen? Da kommt sie. Jetzt kann ich also, ich bin ja wieder hier ein Stückchen weiter zurückgeworfen, als ich das letzte Mal gespeichert habe. Ist ja nicht so schlimm. Direkt hier runterlatschen. Und vielleicht die erstmal ignorieren, die da kommen. Boah, wie stark ist das Teil? Sonst ist der Stealth-Panzer immer so schwach. Aber den hätte ich ja sowieso... Ach ja, natürlich, meiner war schon rot im roten Bereich. Dann ist ja alles in Ordnung. Gut, sammeln wir uns. Da ist das Spiel echt zum ersten Mal abgestürzt. Ich weiß nicht, woran das lag. Vielleicht zu viele Flugzeuge, die hier erschienen vom Flugfeld. Mit runterkommen. Die werden jetzt wohl das Kanonenfutter für die Obelisken sein. Und da muss ich mich da irgendwie durchhangeln. Bin gespannt, wie das wird. Die sind so langsam. So schnell die sind, so langsam sind die hier. Dabei sind die nicht mal die stärksten. Der stärkste ist der Tyrannosaurus. Rex. Macht den eigentlich Tiberium was aus oder freut die das? Das kitzelt bestimmt schön. Kommt der Flammenpanzer mir nach? Nö, die bleiben da stehen. Dann ist das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht gewesen. Speicher wieder. Und greif einfach mal an. Lass bloß meinen Tyrannosaurus in Ruhe. Mit einem Schuss, oder sind es wahrscheinlich zwei Schüsse gewesen? Aber was machen die da oben? Ja, das ist selber schuld. Genau wie mit Panzern. Das Problem. Kann man nichts machen. Yay, Verstärkung. Ich sehe aber zweimal, okay. Wieso hält der so viel aus? Die haben ja immerhin keine Mammuts.
Ja, irgendwie, keine Ahnung. Okay, zwei Tyrannosaurus. Ist das die ganze Verstärkung? Ist ja nix. Ich verliere meine ganzen Einheiten. Und was der hier macht, weiß ich auch nicht. Bin ja genauso schlau wie Sammler. Noch mehr Obelisken oder was? Ne, hier oben war das der wahrscheinlich. Bleibt mal schön hier, Idioten. Macht's schnell kaputt. Die greifen uns nämlich an. Schön, dass die Panzer nicht feuern. Ich weiß auch nicht warum. Warum bin ich jetzt so schwach eigentlich? Gegen mich waren die viel stärker. Was soll das denn? Was haben die eigentlich gegen Dinosaurier? So. Ah, jetzt greift das Teil auch an. Plötzlich. Hilfe! Ja, warum greifen sie nicht an von selber? Lassen sich einfach mal abschlachten. Wieso sind die so schwach? Hallo? Was ist hier los? Die greifen einfach nicht an, wenn ich sie ihnen nicht sage. Warum auch immer. Einheit verloren. Ich verliere hier nur Einheiten. Und da kommt noch der Sponsor. Ja, schön. Ja, irgendwie habe ich keine Chance. Der heilt sich zwar ein bisschen, aber jetzt verkaufen sie sogar, okay. Das ist doch ein GDI-Gebäude, kann es sein? In so einem Turm? Also sagt ihr, was schicken die jetzt für Raketen auf mich? Die hatte ich ja noch nie. Kann ich einfach nur ihren Bauhof kaputt machen? Reicht das? Was geht mit denen ab? Diese Tierquäler. Verstärkungen sind eingetroffen. Yay, Verstärkung. Die schmeißen mit Atombomben an mir oder was? Leerschlag. Wo ist die Verstärkung? Ach, da. Ja, das ist ja mal etwas, mit dem man arbeiten kann, denke ich. Ich möchte gern ein bisschen was kaputt machen hier noch. Wo haben sie die Türme her? Die haben sie der GDI geklaut. Sind die schwach? Ey. Lass mich in Ruhe. Ja, die bekommen ja weiter Verstärkung. Ja, da kommt schon. Das ist, boah, das ist viel. Dann kann ich es ja doch noch schaffen. Hatte schon befürchtet, jetzt habe ich gar keine Chance mehr, aber so ist das ja machbar. Jetzt komm, das schafft ihr noch. Das blöde Flugfeld. Die greifen immerhin, stehen ja an, der ist schon fast kaputt, da kann er noch mehr ausrichten. Na also, hoffentlich wird es nachgebaut. Na also, jetzt haben wir schon ein bisschen was geschafft. Soll ich direkt weiter angreifen, hm? Gute Frage. Was ich noch löschen wollte. Weg damit. Einheit verloren. Einheit verloren. Kommt mal direkt alle rüber. Darauf. Wahrscheinlich schrecken die jetzt so schnell ab. Aber hier gibt es keine Obelisk mehr. Das ist doch das Beste. Bauhof weg. Dann habe ich da meine Ruhe. Verloren. Was verliere ich denn jetzt hier wieder? Einheit verloren. Ihr sollt da mitkommen. Die sind halt so langsam. Ah, die sind aber effektiv gut. Einheit verloren. Schnell die Kaserne weg, die nervt nämlich auch. Einheit verloren. Was sagt ihr jetzt? Wir alle keine Chance. Nur gegen Panzer habe ich ein bisschen meine Probleme, aber gegen sonst alles. Nun, die Raketen, die sind fies. Muss ich ja sagen. Da ist noch eine Kaserne übrigens. Das ist auch GDI und kein Nord. Haben die sich verbündet oder was? Im Nord-Tempel, GDI-Kaserne? Warte, Moment, das ist die Hand von Nord, das ist doch Nord. Hör auf. Lass mich in Ruhe. Kommt mal hier rüber. Helft ein bisschen mit. Sonst noch was?
Der hat sich durch Siberium geplättet mit seinen Chemiewaffen. Einheit verloren. Oh. Na gut, ich hab's fast geschafft, oder? Darauf mal. Der will fliehen. Okay, lassen wir ihn. Machen wir hier nur die Kraftwerke weg. Die können wir eigentlich gar nichts mehr, oder? Die haben nichts mehr. Die wollen mich jetzt hier oben angreifen, oder was? Was? Ich weiß auch gar nicht, warum die jetzt so dumm rumlaufen. Ich hab die da nie hingeschickt. Einheit verloren. Du nervst mich mal nicht. Die können ja eh nichts mehr reparieren oder nachbauen. Reparieren schon, aber nicht nachbauen. Deswegen gehe ich noch vielleicht auf irgendwas anderes noch. Erstmal auf die Kraftwerke. Verstärkung naht. Nach langer Zeit. Und der lässt sich abschlachten. Ja, das ist toll. Gegen Panzer bin ich echt schwach. Das muss man ja sagen. Und die schießen nicht? Sind die dumm? Selber schuld. Ich glaube, da mache ich mich mal auf. Ich weiß nicht, was die wieder machen, vorhaben. Ich will jetzt die ganzen Türme hier kaputt machen. Wo ist meine ganze Truppe? Alle dezimiert hier. Ich brauche Verstärkung nochmal, sonst habe ich ein Problem. Aber die Gebäude gehen schnell kaputt. Schön zu sehen. Vielleicht reicht es ja, wenn nur die Gebäude wechseln. Oh, jetzt kommen wieder die dummen Panzer. Dumme Panzer. Ja, macht's doch kaputt, wenn ich drauf schicke. Ey, ich kann es gar nicht mit ansehen, sowas. Einheit verloren. Die kommen jetzt alle wieder her. Mann, oh Mann. Einheit verloren. Das ist ja Tierquälerei. Was soll das? Wo komme ich hier durch? Könnt ihr das? Ja, wenn sie Gebäude kaputt machen können, kommen sie auch hier durch. Einheit verloren. Boah, fies. Krieg ich nochmal Verstärkung? Nein, ja. So, jetzt habe ich es gleich vergeigt. Da muss ich vielleicht einfach mal warten, bis ich ganz viele auf einmal habe. Moment, habe ich so keine Chance. Ich mache noch das letzte Gebäude kaputt. Vielleicht habe ich ja dann gewonnen. Das wäre cool. Ansonsten muss ich noch die ganzen Einheiten hier kaputt kriegen. Das wäre heftig. Scheinbar. Schnell rückziehen. Schnell zurückziehen, Hilfe. Tut mir nichts, neuer Freund. Die muss ich noch kaputt machen, alle. Und dann habe ich es geschafft, ja? Ich bin unsichtbar. Die sind so langsam. Du hast mich herausgefordert. Wo haben sie diese Einheiten her? Die haben wir noch nie gesehen. Sie sind so langsam. Du gehst dann auf den. Ja, der ist schon schnell kaputt eigentlich. Aber dauert trotzdem lang genug. Ein guter Einsatz ist fehlgeschlagen. Schön. Ja, das probieren wir dann beim nächsten Mal. Bis dann.